Hi, Rita. Wunderbar. So, jetzt müssen wir aber los. Einer Stunde geht unser Flieger und das Taxi wartet schon. Habe ich vergessen, dir zu sagen, dass ich heute noch nicht fliegen kann? Wie bitte? Was soll das heißen? Mein Bruder hat mich gestern angerufen. Er besteht darauf, dass ich zu seinem Geburtstag komme. Schau mich nicht so an. Das Konzert ist erst in einer Woche. Eben. Buch mich auf den Flieger übermorgen. Jetzt fahre ich erstmal nach Sandwegen. Ich muss dahin. Das verstehst du doch, oder? Bis übermorgen. Vor euch steht eure neue Partnerin, die als Zweitbeste das Examen abgeschlossen hat. Herzlichen Glückwunsch, mein Kind. Und willkommen in unserer Kanzlei. Wir wussten, dass wir mit dir einen guten Fang machen. Nicht wahr, Thorsten? Tja, das wusste ich schon lange. Du bist großartig, Christina. Danke. Ohne euch hätte ich das alles gar nicht geschafft. Ich kann es gar nicht erwarten, mit der Arbeit anzufangen. Wir auch nicht. Allerdings, es hat eine kleine Panne gegeben. Die Möbel für dein Büro sind noch nicht angekommen und das Telefon ist auch noch nicht angeschlossen. Ist doch kein Problem, dann ziehe ich erstmal bei Thorsten ins Büro. Na, ehrlich gesagt habe ich gedacht, dass du mir einen kleinen Gefallen tun kannst. Du weißt, dass ich heute das Sommerhaus auflösen wollte. Ja und? Na, ich muss zu einem Klienten nach Malmö fahren. Seine Frau macht Schwierigkeiten. Kurz und gut, ich wollte dich bitten, könntest du nicht das Haus auflösen? Da ist es nicht viel zu tun. Nur die persönlichen Dinge einpacken und eine Inventarliste zu machen. Ich hatte dem Makler gesagt, dass er ab nächste Woche Interessenten durch das Haus führen kann. Also eigentlich wollte ich ja meine eigene Wohnung ausmisten. Alles wegwerfen, was mich an Studium erinnert. Aber wenn du mich so lieb bittest, Papa, dann mache ich das natürlich. Oder, Thorsten, kommst du mit? Ich habe jede Menge zu tun. Und außerdem ein Heuschnupfen. Du weißt schon. Ja, du Ärmster. Na, dann fahre ich immer allein. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum wir das Haus nicht schon längst verkauft haben. Seit Mamas Tod waren wir doch gar nicht mehr da. Auf jeden Fall ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Das Sommerhaus stoßen wir ab und ihr zieht in ein Haus in der Stadt. Perfekt. Ja. Ella? Papa, du arbeitest an deinem Geburtstag, das weißt du doch nicht. Komm, ich trage dir ein Geschenk. Ich habe gesagt, ich will nicht, dass du dich mit ihm triffst. Tu ich doch gar nicht. Wir waren doch nur schwimmen. Ella, ich mein's ernst. Tommy ist nichts für dich. Er ist ein Taugenichts. Ach, Papa, du kennst ihn doch gar nicht. Bitte nicht streiten, ist doch so ein schöner Tag. Willst du gar nicht wissen, was ich dir schenke? Eine Runde Wasserskifahren und danach gehen wir ins St. Wix. Ich habe keine Zeit. Patrick kommt bald und es gibt noch eine Menge vorzubereiten. Komm, ich helfe dir nachher auch. We'll be right back.
Hey, Astrid, hier ist Christina. Hey, na, wie geht's dir? Gut. Danke, mir geht's auch gut. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin gerade auf dem Weg zum Haus. Ja. Ich dachte mir, wenn du Lust hast, dann könnten wir uns vielleicht sehen. Ja, das wäre doch schön, oder? Huch! Danke. Bitte. Du, Astrid, ich rufe dich an, wenn ich im Haus bin, ja? Okay. Dankeschön. Das ist mein Lieblingstuch. Wenn sie nicht gewesen wären, dann wäre ich wahrscheinlich über Bord gesprungen. Sehr schönes Tuch. Hm. Ich habe es in Paris gekauft. Als Geschenk zum Abitur. Seitdem ist es so eine Art Glücksbringer. Denken Sie, es bringt Ihnen heute auch Glück? Wer weiß? Bist du ja, meine Süße. Hey, Astrid. Hey. Oh. Das ist ja eine Überraschung, sag mal. Was machst du denn hier? Ich dachte, du hättest Unterricht. Nein, heute zum Glück nicht. Hier, für dich. Oh, danke. Oh, mein Gott, wie gut du aussiehst. Du aber auch. Danke. Komm, ich habe den Champagner schon aufgemacht. Ja? Ja, schön gekühlt. Mhm. Ja, ich freue mich so. Auf einen herrlichen Sommer. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue, dich wieder hier zu haben. Wie lange warst du jetzt nicht da? 4 Jahre. Oh. Oder waren es sogar 5? Nach meinem Abi war ich in Paris. 1 Jahr. Und dann habe ich lauter Praktika bei Freunden von meinem Vater gemacht. Jetzt sag nicht, du hast das Haus nicht vermisst. Und die Sommer. Hm? Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht so darüber nachgedacht. Weißt du, es war so viel los in meinem Leben, dass ich gar keine Zeit hatte, das Haus so richtig zu vermissen. Naja, dich habe ich natürlich schon vermisst. Es gibt so viele aufregende Orte auf dieser Welt. Du bist überhaupt nicht zurückgekommen, oder? Und das Haus? Mein Vater will es verkaufen. Ich bin eigentlich nur hier, um es aufzulösen. Ich habe heute mein letztes Examen in Jura bestanden. Und am Montag fange ich bei meinem Vater in der Kanzlei an. Na, dann auf dein Examen. Ja. Auf mein bestandenes Examen. Sag mal, wo ist eigentlich das Boot? Ich zeig's dir. Ist es immer noch an der gleichen Stelle? Mhm. Ja. Thank you.
Karl? Karl? Ella? Karl? Ella? Wo seid ihr? Patrick ist da. Hallo? Hallo, hier ist Christina Lund. Karl? Ich wollte fragen, ob Sie ein bisschen Kaminholz für mich haben. Ich bleib zwar nur ein paar Tage, aber... Tut mir leid, hier ist nicht Karl, hier ist Patrick. Ich bin sein Bruder. Er ist leider nicht da. Oh, Entschuldigung. Können Sie ihm vielleicht ausrichten, dass er mich zurückrufen soll? Mein Name ist Christina Lund und meine Nummer ist 773. 773. Gut, ich werde es ausrichten. Allerdings kann ich Ihnen nicht sagen, wann er kommt. Kein Problem. Herr... Bergdahl. Patrick Bergdahl. Kein Problem, Frau Lund. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Patrick Bergdahl. Das war doch... Ella! Erkennst du mich nicht wieder? Was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Papa hatte einen Unfall. Er ist im Krankenhaus. Ist er schwer verletzt? Irgendwas am Kopf. Sie müssen ihn vielleicht operieren. Das ist alles meine Schuld. Ich habe das Angebot nicht gesehen. Jetzt beruhig dich erstmal. Es wird schon nicht so schlimm sein. Ich soll noch ein paar Sachen holen, irgendwie Waschzeug und so. Was mache ich für dich? Schau mal, ich habe dir was mitgebracht. Er hat sich so auf seinen Geburtstag gefreut. Und ich hätte ihn beinahe umgebracht. Wo ist dein Waschzeug? Da hinten. Hey, du. Hey. Sag mal, bist du nicht Christina Lund? Ja, bin ich. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer du bist. Ich bin Sirka, Marlins Tochter. Ich helfe mir manchmal aus. Sirka? Und ich habe dich noch in Erinnerung, da warst du 10. Wie alt bist du jetzt? 15. 15? Ach, wie die Zeit vergeht. Ich hätte ganz gerne ein Schokoeis. Mhm. Und, wie geht's dir so? Bist du den ganzen Sommer über hier? Nein, nur 2 Tage. Aber ich habe mal wieder viel zu viel eingekauft. Ich habe sogar Kaminholz bei Karl bestellt. Bei Karl? Hast du es nicht gehört? Der hat einen Unfall. Er liegt im Krankenhaus. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Und wie geht's ihm jetzt? Scheint schlimm zu sein. Ella ist ganz außer sich. Sie geht in meine Klasse. Anscheinend wissen sie gar nicht, ob Karl überleben wird. Hey. Die ganze Welt nach einem passenden Geschenk für dich und du hast anscheinend gar kein Interesse daran. Alles in Ordnung, soll ich die Schwester rufen? Lass uns mal. Was sind diese Kopfschmerzen? Ich wünschte, ich könnte irgendwas für dich tun. Ella, sie sollte jetzt besser nicht allein sein. Sie macht sich bestimmt große Vorwürfe. Kannst du ein paar Tage bei ihr bleiben? Ich? Ich muss morgen nach Rom. Außerdem... kenne ich sie ja gar nicht und sie kennt mich nicht. Patrick, bitte. Klar, kein Problem. Ich passe auf sie auf. Kannst du die Schwester rufen, bitte? Ja. Ist das nicht Patrick Bergdahl? Meinst du? Herr Bergdahl, sind Sie das wirklich?
Ich bin ein großer Fan. Ich auch. Bitte, würden Sie mir ein Autogramm geben? Ihre letzte CD war wirklich super. Bitte, kann ich auch ein Autogramm bekommen? Bitte? Wann wird Ihre nächste CD erscheinen? Danke, danke, oh, danke, 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 Herr Bertha. Vielen Dank, Herr Bertha. Das ist sehr nett. Wann geben Sie mal ein Konzert in Sandviken? Das nächste Mal. Hey, letzte war danke. Super. Soll ich Sie ein Stückchen mitnehmen? Gern. Herr Bergdahl, Herr Bergdahl, ich wünsche Ihnen viel danke, Glück. Sie haben mich wirklich gerettet. Ich war Ihnen ja auch noch was schuldig. Ist der nicht süß? Sagen Sie mal, was war das denn gerade? Ich liebe meine Fans, aber manchmal habe ich einfach keinen Nerv. Kann es sein, dass ich auf der Leitung stehe? Bergdahl. Patrick Bergdahl, der Pianist? Oh Gott, ist mir jetzt aber peinlich, dass ich Sie nicht gleich erkannt habe. Kein Problem. Ich kriege nicht gleich eine Krise, wenn mich jemand mal nicht erkennt. Ich glaube, ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Das mit dem Kaminholz, das wird wohl nichts. Mein Bruder hatte einen Unfall. Ja, ich habe schon davon gehört. Wie geht's ihm? Nicht gut. Sagen Sie, wird es Ihnen was ausmachen, wenn wir ein paar Schritte laufen? Ich muss mich unbedingt bewegen. Gut. Und was werden Sie jetzt tun? Keine Ahnung. Karl war immer schon ein Träumer. Wie stellt er sich das vor, dass ich mich um Ella kümmere? Ich habe eine Tournee. Außerdem habe ich überhaupt keine Ahnung, wie man mit 14-Jährigen umgeht. Ich glaube, Sie müssen da gar nicht so viel tun. Es geht wohl mehr darum, dass jemand da ist, wenn sie reden will. Oder dass sie einfach aufpassen, dass sie in die Schule geht. Und wenn nicht, was würden Sie tun? Keine Ahnung, ich habe auch keine Kinder. Aber Sie waren selbst mein 14-jähriges Mädchen. Vor nicht allzu langer Zeit. Darf ich Sie anrufen, wenn ich nicht weiter weiß? Ja, klar, meine Nummer haben Sie ja. Wollen wir einen Drink nehmen? Gern. Vorhin auf der Fähre haben Sie mir schon gefallen. Jetzt habe ich das Gefühl, Sie sind ein Engel. Ja, um Gottes Willen. Ich bin alles andere, aber bestimmt kein Engel. Hauptsache, Sie sind da. Schuld. Ich werde schuld am Tod meines Vaters sein. Quatsch. Das war ein Unfall. Alle sagen, dass du nichts dafür kannst. Hm? Du hättest ihn sehen sollen. Überall Blut und er war ganz weiß im Gesicht. Ich bin so froh, dass du da bist. Sag mal, ich habe gesehen, dass jemand im Sommerhaus ist. Christina Lund. Das gehört ihrem Vater. Hast du gewusst, dass sie kommt? Warum hast du das nicht gesagt? Ich brauche die Kiste, ich brauche das Zeug. Das ist doch kein Problem, ich hol's. Und wann? Keine Ahnung. Ich will so viel wie möglich bei Papa sein und... Sag mal, verstehst du es nicht? Ich brauche das Zeug und zwar schnell. Spätestens morgen. Tut mir leid, Tommy. Reg dich nicht auf. Ich krieg das schon alles wieder, bestimmt. Ich weiß, dass du Stress hast im Moment. Aber ich krieg auch Stress, wenn ich die Kiste nicht hab. Verstehst du das? Liebst du mich noch, Tommy? Klar. Was denn sonst? Sind wir. Ja, vielen Dank. Und
Bis bald. Bis bald. Haben Sie vielleicht Lust, auf einen Kaffee mit reinzukommen? Karl ist berühmt dafür, die tollsten Sorten im Haus zu haben. Ja, gern. Ist gar nicht so eine schlechte Idee. Und denken Sie nicht, ich hätte Angst davor, Ella allein zu begegnen? Und wenn schon? Ist doch kein Problem, wenn man sich für eine ungewohnte Situation Verstärkung mitbringt. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie verdammt klug sind? Das letzte Mal mein Professor, als er mir mein Summa Cum Laude-Ergebnis mitgeteilt hat. Ich fürchte, da kann ein einfacher Klavierspieler nicht mithalten. Ja, das fürchte ich auch. So, hier hätten wir schon mal Kaffee. Welchen wollen Sie? Macadamia, Aroma oder Vanille, Zimt? Gibt's noch was Exotischeres? Hier hätten wir eine sehr seltene Mischung. Kaffee pur, ohne jeden Zusatz. Ich fürchte, das werden Sie nicht mögen. Hey. Hallo, Ella. Wie geht's dir? Ich mach grad Kaffee. Willst du auch einen? Wir sind gerade am Gehen. Das ist übrigens Tommy. Hi, Tommy. Hi. Christina Lund, kennst du? Es tut mir leid, was mit deinem Vater passiert ist. Kommst du? Ella, wann kommst du denn wieder? Weiß nicht. Ich dachte, wir könnten vielleicht gemeinsam essen. Brauchst du keine Mühe geben. Ich komm schon zurecht. Das weiß ich, aber Karl macht sich Sorgen. Und ich komm klar, hab ich gesagt. Sie ist durcheinander. Das ist ganz normal. Wenn ich mich um sie kümmern soll, dann muss sie schon ein bisschen mitspielen. Gib ihr einfach ein bisschen Zeit. Ella! Ella, warte mal! Also, ich kenne mich nicht aus mit Kindererziehung, aber Karl hat mich darum gebeten, mich um dich zu kümmern, und das werde ich tun. Also muss ich wissen, wo du bist und wann du kommst. Und wieso? Ich bin alt genug. Ich kann für mich selbst sorgen. Weil dein Vater es so will. Ella, mach's uns doch nicht so schwer. Lass uns doch einfach vertragen. Warum sollte ich mich mit dir vertragen? Du bist ein Fremder. Was mache ich eigentlich hier? Das, was alle Brüder täten. Das wird schon. Rita, gut, dass du anrufst. Du, ich kann hier noch nicht weg. Mein Bruder hatte einen Unfall. Ich weiß nicht, wie lange. Du musst versuchen, Rom zu verschieben. Christina, was ist mit dem Kaffee? Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Aber wir sehen uns. Ich bin im Sommerhaus, ja? Rita? Rita? Auszug sieht das aber nicht aus. Heißt das, ich darf hoffen? Hoffen worauf? Na, dass ihr doch nicht verkauft. Hm? Was würde das bringen? Hm? Ich werde 24 Stunden bei meinem Vater in der Kanzlei arbeiten. Wann hätte ich dann Zeit, hierher zu kommen? Tolle Aussichten. Das sind tolle Aussichten. Du weißt doch, seitdem ich ein kleines Kind bin, träume ich von nichts anderem. Und jetzt? Jetzt ist es endlich soweit. Und du bist sicher, dass du es willst? 24 Stunden, Tag und Nacht. Wollen wir von was anderem reden? Hm? Wollen wir zum Beispiel Boot fahren? Ja. Thank you.
Guten Morgen. Guten Morgen. Und habe ich alles geträumt? Es wird alles gut. Ich weiß gar nicht, wie ich ihm jemals wieder in die Augen sehen kann. Das war nicht deine Schuld. Es war mein Geschenk. Ohne mich wäre er gar nicht auf dem Wasser gewesen. Jetzt hör auf mit dem Quatsch. Du kannst nichts dafür. Und wenn wir einfach abhauen nach Südamerika oder so? Komm, Tommy, das machen wir. Wir nehmen dein Boot und fahren einfach weg. Ella, es gibt Frühstück. Deinem Vater? Ich weiß nicht, ich bin gerade auf dem Weg zu ihm ins Krankenhaus. Soll ich dir vielleicht einen Kakao machen? Ich habe auch ganz frisches Brot. Ich habe keinen Hunger, danke. Hm, klar. Du, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Also ich meine, manchmal ist es einfach ganz schön, wenn man mit jemandem reden kann. Ich komme klar. Tommy ist für mich da. Entschuldigung, ich weiß, du meinst es nur nett. Also, danke, Christina. Wie lange bist du eigentlich noch da? Wieso? Also bis dann. Christina? Christina? Ich konnte versuchen, nicht widerstehen. Sehr schönes Instrument. Müsste nur mal wieder gestimmt werden. Ja, ich weiß. Aber darum kann sich dann der neue Besitzer kümmern. Was machst du hier? Bist bestimmt nicht hier, um Klavier zu spielen. Ich wünschte, es wäre der Grund. Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen ratlos. Ella ist verschwunden. Sie war die ganze Nacht weg. Ich weiß nicht, soll ich mir Sorgen machen? Ist es normal in ihrem Alter? Soll ich die Polizei rufen? Mach dir keine Sorgen. Ich habe gerade mit ihr draußen gesprochen. Sie wollte zu ihrem Vater. Ach, Gott sei Dank. Aber wo war sie die ganze Nacht? Doch nicht bei diesem Tommy. Ich meine, sie ist 14. Das ist doch nicht normal, dass man... Nichts in dieser Situation ist normal. Oh. Möchtest du auch einen Kaffee? Gern. Du kannst ruhig noch ein bisschen weiterspielen, wenn du möchtest.
Wenn sie nicht nach Hause kommt, was soll ich meinem Bruder sagen? Sie wird schon kommen. Wieso bist du dir da so sicher? Sie hat doch ihre Sachen nicht mitgenommen, oder? Und deswegen kommt sie nach Hause zurück. Woher weißt du das? Weil ich vielleicht selber mal 14 war. Patrick Bergdahl? Oh Gott. Wie geht's ihm? Karl? Nach der Operation. Ist er? Nein, er lebt noch, aber sie sagen, dass er im Koma liegt. Herr Dr. Hallström, wie geht's ihm? Wann kann ich zu ihm? Er wird doch nicht sterben. Dr. Hallström, ich bin Kreisbruder Bergdahl. Hey, ich bin ein großer Fan von Ihnen. Ihr Bruder hatte eine Gehirnblutung. Wir haben ihn sofort operiert und er ist noch nicht wieder aus der Narkose aufgewacht. Und das bedeutet... Wann wird er wieder aufwachen? Er wird doch wieder gesund. Schau, Ella, die Operation deines Vaters verlief sehr gut. Mehr können wir erst sagen, wenn er wieder wach ist. Herr Bergdahl. Hey. Hey, sag bloß, du schwänzt die Schule. Nein. Ich muss zum Schulamt ein paar Dinge besprechen. Hast du Lust mitzukommen? Wir könnten essen gehen, ein bisschen bummeln. Ach, furchtbar gern. Aber ich fürchte, wenn ich hier nicht weitermache, dann wäre ich gar nicht fertig. Na und? Ach, die ist so schön. Von meiner Mutter. Du sag mal, wollen wir nicht heute Abend was essen gehen? Geht nicht. Elternsprechtag. Na gut. Dann pack schön. Aber langsam. Zu viel Eile schadet nur. Du, Astrid, sag mal, Ella. Ja, was ist mit dir? Ach, nichts. Aber sie geht doch auf deine Schule, oder? Begabtes Mädchen. Ein bisschen fleißiger könnte sie sein. Unsere Noten sind doch auch rapide in den Keller gegangen, als wir uns das erste Mal verliebt haben. Oh, ja. Aber diesen Tommy, ihren Freund, kennst du den? Er hat die Schule kurz vorm Abschluss abgebrochen. Wirklich schade. Er wollte eigentlich Ingenieur werden. Und jetzt? Ja, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wieso interessiert dich das denn so? Ach, nur so. Ella tut mir einfach ein bisschen leid. Sie hat es nicht leicht momentan. Na ja, dann. Viel Spaß. Hey. Hey.
Hi, Hannah. Hey, Thorsten. Hast du Christina erreicht? Es tut mir leid, sie scheint nicht da zu sein. Vermutlich ist sie beim Schwimmen oder beim Einkaufen. Du musst es einfach öfters versuchen. Oder fahr doch einfach hin. Da kannst du ihr gleich die Fotos von eurem Haus zeigen. Das ist eine gute Idee, Hannah. Das mache ich. Für mich auch bitte eine Rotwein. Morgen, Ella. Soll ich uns was zum Mittag kochen? Spaghetti oder so? Ich mag keine Spaghetti. Vielleicht willst du irgendwas anderes. Fahren oder nach Deutschland. Komm, lass uns einfach abhauen. Ja, und mich verknacken sie dann wegen Kindesentführung. Ich bin kein Kind mehr. Nimm mich mit. Ich hab doch sonst niemanden. Ella, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Komm ja wieder. Außerdem hast du hier was zu tun. Zurückkommen musst du das Zeug aus dem Sommerhaus geholt haben, ja? Herrlich. Keine Lust. Wolltest du zu mir? Also, eigentlich... Warte mal, ich komm mal raus. Es ist mir aber doch ganz schön kalt. Ich glaube, ich mache mir jetzt erstmal einen Tee. Willst du auch einen? Klar, wieso nicht? Möchtest du Kekse? Nein, danke. Wie geht's Karl? Nicht gut. Sie haben ihn operiert und er ist immer noch nicht aufgewacht. Darf ich? Mhm. Du spielst schön. Spiel ruhig weiter.
Hast du Unterricht? In der Schule. Milch oder Zucker? Nichts, ich trinke ihn ohne alles. Möchtest du reden? Ich muss weg. Ich habe ganz vergessen, dass ich noch Hausaufgaben machen muss. Tut mir leid. Hey. Hey. Her. Sag bloß, du hast selbst. Hast du geglaubt, Pianistenhände sind zu schwach für harte Arbeit? Nein, das nicht, aber ich habe gedacht, dass Pianisten was Besseres zu tun haben, als Holz zu hacken. Es kommt darauf an, für wen das Holz ist. Ich habe einfach einen Grund gesucht, dich zu sehen. Wozu brauchst du denn einen Grund? Ich könnte dich auch einfach zum Essen einladen. Magst du Fisch? Es gibt hier ein ganz tolles Restaurant. Am liebsten selbst geangelt. Ich habe leider kein Boot. Aber ich? Gefühl, wir sind ganz allein auf der Welt. Und gefällt's dir? Das Alleinsein. Naja, so ganz allein bin ich ja nicht. Ist das nicht Tommy? Was machen die da? Weiß ich nicht. Was will der eigentlich von Ella? Vielleicht sind sie ja verliebt. Oh, ich glaube, du hast einen Fisch angeln. Oh, wow. Ich bin Thorsten Rosmark. Und du? Ella. Eigentlich suche ich ja Christina. Ist sie da? Nein, anscheinend nicht. Ich habe sie auch schon gesucht. Ich wollte ihr was sagen, aber sie ist nicht da. Wiedersehen. Ich hoffe, du hast Dill im Haus. Und wenn nicht? Müssen wir sie leider roh essen. Das Rezept mit der Dillsoße ist das Einzige, das ich kenne. Oder wir essen sie morgen. Und heute? Fällt uns bestimmt was anderes ein. Was denn? Hast du eine Ahnung, was wir hier gerade machen? Warum willst du das denn wissen? Lass es doch einfach auf dich zukommen. Ich bin einfach nicht der Typ dafür. Ich muss wissen, was morgen ist. Wer ich bin, wo ich bin und vor allem mit wem. Okay, das kann ich dir sagen. Morgen wirst du immer noch die wunderschönste Frau sein, die ich je gesehen habe. Ach, Patrick. Und hier in diesem wunderschönen Haus sein. Mit mir. Du weißt doch, dass es mir nicht nur um morgen geht. Was ist in einer Woche? Wo werde ich in einem Jahr sein und wo wirst du sein? Denk nicht so viel nach. So ein schöner Abend. Sei mir nicht böse. Aber kurze Sommerleben, zu schnell hochgekochte Emotionen, die dann rapide wieder abkühlen, ist einfach nicht mein Ding. Wer sagt denn, dass es so kurz sein wird? Weißt du was? Ich glaube, es ist besser, wenn du deine Fische nimmst und gehst. So, Karl, vielleicht hat er ja den im Garten.
Und wenn wir den Deal vergessen und alles andere auch, lass uns doch einfach diesen Abend genießen, Christina. Thorsten. Christina! Hallo! Was machst du denn hier? Thorsten, das ist Patrick Bergdahl. Karls Bruder, du weißt schon, von dem ich dir erzählt habe, der immer auf das Haus aufpasst. Patrick Bergdahl, der Pianist? Das ist ja toll, ich mag ihre Musik. Freut mich, sie kennenzulernen, Thorsten Rosmark, Christinas Verlobter. Ja, und der Partner meines Vaters in der Kanzlei. Wenn ich gewusst hätte, dass sie kommen, hätten wir mehr Fische gefangen. Christina, wieso haben Sie mir denn nicht gesagt, dass Ihr Verlobter kommt? Das wusste ich bis eben auch nicht. Wieso hast du denn nicht angerufen? Ich gehe dann mal. Aber nicht doch. Ich wollte Sie nicht verscheuchen. Wir können doch zusammen Abend essen. Ich würde mich freuen, Sie kennenzulernen. Nein, nein, er wollte sowieso gerade gehen. Er kümmert sich um Karls Tochter. Ach, habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass Karl einen ganz schlimmen Unfall hatte? Also dann. Ja, Ihre Fische. Behalten Sie sie. Ich bin mir sicher, Thorsten ist ein sehr guter Koch. Hey. Hattest du nicht gesagt, dass du keine Zeit hast? Und was macht eigentlich dein Heuschnupfen? Mein Vater und ich haben uns Sorgen gemacht, weil wir nichts von dir gehört haben. Ich war monatelang in Neuseeland, da habt ihr euch auch keine Sorgen gemacht. Der wahre Grund ist, ich habe Sehnsucht nach dir gehabt. Und? Ich wollte dir unbedingt zeigen, wo du den Rest deines Lebens verbringen wirst. Das ist das. Das ist was? Unser Haus. Ich habe es gestern angezahlt. Du hast ein Haus gekauft, ohne dass ich es vorher gesehen habe? Naja, ich habe am Morgen den Tipp bekommen. Wenn ich nicht gleich zugegriffen hätte, dann wäre es weg gewesen. Das kann gar nicht sein, dass es dir nicht gefällt. Schau mal hin. Es ist ein Traum. Ja, das ist es. Er ist Klavierspieler. Rede mit mir, Christina. Irgendwas ist doch los. Wie kommst du denn darauf? Na, du bist doch hierher gekommen, um zu packen. Aber davon spürt man nichts. Im Gegenteil, es sieht fast so aus, als würdest du dich hier häuslich einrichten wollen. Es ist doch mehr, als ich gedacht habe. All die ganzen kleinen Dinge, die Mama gesammelt hat, ich will davon nichts hier lassen. Lass uns nicht mehr drüber reden. Wollen wir nicht den Fisch machen? Wir könnten ihn zum Beispiel grillen. Dass ich dir auf die Mailbox spreche. Verdammt, Tommy, wieso rufst du nicht an? Ich mache mir Sorgen, dass was passiert ist. Tommy, bitte ruf an. Ich brauche dich. Ich will hier nicht so allein sein. Hey, Ella. Hast du schon was gegessen? Ich bin kein Baby mehr. Du brauchst dich nicht um mich zu kümmern. Und wenn ich einfach nur nicht allein essen möchte, leist mir doch einfach Gesellschaft. Du kannst nicht allein essen? Bist es wohl gewohnt, dass sich ständig jemand um dich kümmert. Aber ich mache das nicht. Jetzt hör mal gut zu. Das ist eine eigenartige Situation. Das weiß ich auch. Für dich, aber auch für mich. Wir sind hier nicht freiwillig zusammen. Und wir machen uns beide Sorgen um Karl. Aber wir können uns doch ein wenig Mühe geben. Ich meine, ich habe nichts gegen dich. Super, da bin ich aber froh. Was habe ich dir denn getan? Ich meine es doch nur gut mit dir. Außerdem hat Karl mich gebeten, mich um dich zu kümmern. Papa will nur verhindern, dass ich mit Tommy zusammen bin. Und er hat Angst, dass irgendwas passieren könnte, wenn er nicht da ist. Deswegen sollst du auf mich aufpassen. Was könnte denn passieren? Ich glaube nicht, dass sich das was angeht. Ich liebe Tommy eben. Bloß Papa will es einfach nicht begreifen, er versteht mich einfach nicht. Ich glaube, dass Karl im Moment ganz andere Probleme hat als dein pubertäres Liebesleben. Du machst es dir leicht, Karl. Legst dich zum Schlafen und überlässt mir dein Kind. Ich sollte längst in Rom sein, die neue CD aufnehmen. Und was mache ich?
Hacke Holz. Versuche einen Teenager zu verstehen. Lauf einer Frau nach, die praktisch verheiratet ist. Komm, Karl. Wach auf. Wir brauchen dich. Hier. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Wolltest du nicht schon die ganze Zeit mit mir frühstücken? So einfach, wie du dir das vorstellst, geht das nicht. So tun, als gäbe es nur das Hier und Jetzt. Einfach nur den Moment genießen und nicht an das Morgen denken. Ich meine, du hast doch gesehen, was passiert ist. So, habe ich das. Er ist mein verkörpertes Morgen. Und ich bin dein verkörpertes Heute. Oder wieso bist du hier? Ich bin hier, weil ich nicht schlafen konnte. Weil ich an dich gedacht habe. Und weil mich das alles völlig durcheinander bringt und ich das eigentlich auch gar nicht will und du doch auch nicht. Ich? Woher weißt du, was ich will? Gestern Abend wäre ich so gern bei dir geblieben. Kannst du mir nicht sagen, was du willst? Ich habe alles für ein Frühstück mitgebracht. Willst du auch was? Ich frühstücke nie. Aber das ist ungesund. Man sollte nicht mit nüchternem Magen. Habe ich das wirklich gerade gesagt? Ich klinge wie meine Mutter. Oder wie ein besorgter Onkel. Langsam habe ich das Gefühl, ich bin völlig fehl am Platz. In jeder Beziehung. Das bist du nicht. Das machst du doch gar nicht so schlecht. Ich meine, auch wenn sie es entschieden ablehnt, dass man sich um sie kümmert, so ist das Gefühl, dass jemand da ist, ganz schön beruhigend. Ella kann sich da einfach noch nicht so richtig ausdrücken. Aber wieso nicht? Wieso kann sie nicht einfach mal wie ein normaler Mensch mit mir reden? Sie ist 14. Ihr Vater ist im Krankenhaus, sie ist verliebt und sie fühlt sich einsam. Sie fühlt sich einsam. Jeder Mensch ist einsam. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Na, da hoffe ich ja nicht, dass du recht hast. Ich geh mal Kaffee machen. Für mich nicht. Ich bin sowieso schon spät dran. Christina! Schönen Tag. Ja, das wünsche ich dir auch. Nicht wieder. Hey, Clemens. Alles okay bei dir? Klar. Bei dir? Hast du das Zeug aus dem Sommerhaus geholt? Ich wollte, aber da war immer jemand im Haus. So ein Mist. Ich hab denen versprochen, dass sie das Zeug heute noch bekommen. Ich bin so ein Idiot. Warum habe ich dir bloß vertraut? Reg dich nicht auf. Ich hol's heute noch. Komm, sei lieb, Tommy. Wir können ja Musik hören oder sowas. Ich habe keine Zeit, Ella. Gut, dass du endlich kommst. Das Telefon klingelt Tag und Nacht und langsam fällt mir nichts mehr ein, wie ich Salvatore noch vertrösten kann. Ja, ich mache mich auf den Weg. Ich bin hier sowieso überflüssig. Du kannst den Flug nach Rom für morgen buchen, Rita. Bist du dir sicher? Und die Tournee nach Japan, die mache ich doch. Ja, aber die wolltest du doch in diesem Jahr auf keinen Fall einschieben. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Ich habe es mir eben überlegt. Ich war noch nie in Japan und ich möchte unbedingt hin. Also mach das fest, bitte.
Na gut. Ganz wie du willst. Bis bald. Hey. Hey, du. Bergdahl? Nein, ich bin Ellas Onkel. Was soll das heißen, nicht da? Was? Gestern ist sie auch nicht gekommen? Und da rufen Sie erst jetzt an. Ich habe keine Ahnung, wo sie sein könnte, aber... Ja, wenn ich sie sehe, dann sage ich es ihr. Hey. Ich dachte, ich nehme schon mal ein paar Sachen mit. Ich dachte, wir wollen zusammen frühstücken. Ich habe einen Termin, es tut mir leid. Wo warst du überhaupt? Brötchen holen. Du weißt doch, dass ich es liebe, am Wasser entlang zu laufen. Die Fotos habe ich dir da gelassen. Schau sie dir noch mal an. Und was ist, wenn mir das Haus nicht gefällt? Bekommst du die Anzahlung eigentlich wieder zurück? Es wird dir gefallen. Mach dir da keine Sorgen. Deinem Vater gefällt es übrigens auch. Na, das ist ja die Hauptsache. Sag mal, wie kommt ihr eigentlich dazu, mein ganzes Leben in die Hand zu nehmen? Jetzt übertreibst du aber. Wir haben doch entschieden, dass wir ein Haus kaufen, dann heiraten und dann... Seid ihr euch auch einig, wann ich das erste Kind bekomme? Christina, jetzt beruhig dich doch. Erst solltest du dich meiner Kanzlei einarbeiten. Aber in 2-3 Jahren würde es passen, denke ich. Mhm. Und wie viele wisst ihr es auch schon? Ich weiß nicht, was dir nicht gefahren ist. Wir haben das doch alles besprochen, zusammen. Es ist unsere Lebensplanung, unsere Christina. Wenn sie dir jetzt nicht mehr gefällt, weiß der Himmel warum, dann sollten wir unbedingt drüber reden. Sobald du wieder in Stockholm bist, ja? Kann es sein, dass es dir nicht gut tut, allein in diesem Haus zu sein? Du könntest wirklich jemanden beauftragen, die Auflösung zu übernehmen. Ach, weißt du, mir geht's sehr gut. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Darf ich mal ganz kurz? Dankeschön. Gute Fahrt. Hey Patrick, es ist alles geklärt. In Rom wissen alle Bescheid. Unsere Maschine geht um 12.45 Uhr, also sei bitte pünktlich. Rita, ich brauche ein paar Sachen aus meiner Wohnung. Wie bitte? Ja, das bedeutet, dass ich hier noch nicht so schnell weg kann. Das glaube ich jetzt nicht. Ich finde das langsam nicht mehr komisch. Wie viel Zeit brauchst du denn noch? Ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich habe auch keine besonders große Lust, hier den Babysitter zu spielen. Aber es geht eben nicht anders. Ich rufe zurück. Hey, wie geht's? Hey. Ganz gut. Ich hab nur keine Zeit. Ich will nur wissen, wo Ella ist. Sie ist nicht in der Schule, sie ist nicht im Krankenhaus. Also ich bin nicht ihr Babysitter. Ich auch nicht. Aber sie ist 14 und es gibt gewisse Regeln, an die sie sich zu halten hat. Ich muss los. Wirklich? Mhm. Jetzt rück schon raus damit. Wie sagt man so schön? Nächste Woche beginnt der Ernst meines Lebens in der Kanzlei. Naja, da darf man ja wohl ein bisschen... Bisschen was? Naja, ein bisschen wehmütig sein oder unsicher. Ach, ich weiß auch nicht, was das ist. Also, als ich angefangen habe zu arbeiten, da war Spannung, Aufregung, Vorfreude. Von Wehmut war da nichts. Du warst dir auch immer sicher, dass du das Richtige tust. Ich dachte, das sei alles klar. Haus, Mann, Job, Kind. Ist es ja eigentlich auch. Ach, wahrscheinlich ist es nur dieses verdammte Sommerhaus. Ich war immer so glücklich hier als Kind. Diese endlosen Sommer. So fühlte sich für mich Glück an. Am Wasser, unter dem weiten Himmel. Wahrscheinlich habe ich einen Sonnenstich. Was ist eigentlich so spannend daran, Scheidungsanwältin zu sein? Was soll nicht spannend daran sein? Scheidungen gehören zum Leben dazu. Sie haben mit Menschen zu tun und mit einem angenehmen Leben nach der Ehe. Naja, aber vor allem geht es um Geld. Darum, den Besitz aufzuteilen. Und wenn du Pech hast, streiten sie sich um die Kinder. Es war immer klar, dass ich in die Kanzlei meines Vaters einsteige. Wem? Deinem Vater? Thorsten? Mir auch. Es gibt keine Alternative.
Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt weiter packen gehe. Ich habe sowieso schon viel zu viel Zeit verschwendet. Und mit Thorsten? War das auch schon alles klar? Sag mal, kannst du jetzt mal aufhören? Wie komme ich eigentlich dazu, mein ganzes Leben in Frage zu stellen? Ja, ja. Wie kommst du dazu? Hi. Schule schon aus? Mhm. Karl wird sich freuen, dass du dich um die Tomaten kümmerst. Ja, es war auch dringend nötig. Ich fahre danach auch noch zum Markt. Sehr gut. Ella, falls du jemanden zum Reden brauchst, dann stehe ich zur Verfügung. Ich komme schon klar. Das weiß ich, aber ich kenne das Gefühl, wenn man nachts nicht schlafen kann, weil man sich die schlimmsten Dinge vorstellt. Ich schlafe eigentlich ganz gut, danke. Na gut. Warte mal. Ja? Ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass du dir keine Sorgen machen brauchst. Meine Lehrer meinen auch, dass ich ziemlich reif für mein Alter bin. Okay. Jugendkriminalität. Wo kommt das denn her? Hey. Hey. Fährst du schon? Nein. Was liest du denn da? Ach, das ist so ein Buch, was mich gerade interessiert hat. Irgendwie dachte ich, du wärst nur kurz hier, so wie ich. Und jetzt? Sind wir immer noch da? Ja. Ich hatte nie vor, hier länger zu bleiben. Ich liebe es, in vielen Städten zu leben, in Hotels. Mein Loft in Stockholm ist eigentlich nur ein Ort, wo ich meine Sachen deponiere. Ich bin ein Nomade. In jeder Beziehung. Aber hattest du denn nie den Wunsch, dich irgendwo mal niederzulassen? Mit deiner Frau und deiner Familie? Einmal habe ich es versucht. Restlos schief. Nach 3 Monaten ist er geflohen. Ich war unerträglich. Vielleicht bin ich das immer noch. Unerträglich. Ich würde dich nur unglücklich machen. Und mich auch. So, Schwester Magda, dann geben Sie mir mal den abschließenden Bericht. Danke. So. Dr. Hallström? Hey, Herr Magda. Wie geht's meinem Bruder? Er ist vor einer Stunde aufgewacht. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Oh, vielen Dank. Das ist wirklich sehr nett. Danke. Kommen Sie, ich für Sie zu Ihnen, ja? Alles gut, ja. Herr Bergda, Sie haben Besuch. Ihr Bruder ist da. Bitte. Du kannst ihm aber auch Angst einjagen, Karl. Wie geht's dir? Wo ist Ella? Sie haben sie nicht erreicht. Sie wird sicher gleich da sein. Aber ihr Handy war ausgeschaltet. Sie ist bestimmt mit diesem Tommy abgehauen. Das hatte sie schon lange vor. Deine blühende Fantasie hast du jedenfalls nicht verloren. Weißt du was, ich gehe gleich los und ich hole sie dir. Ich danke dir. Brauchst du sonst irgendwas? Nein. Was machst du denn hier? Ich brauche die Kiste. Und zwar sofort. Wenn ich bis heute Abend nicht liefere, kriege ich Ärger.
Ja, aber... Nichts aber. Die haben meine Internetadresse rausbekommen. Ich werde beobachtet. Sag mir, wo das Zeug ist, ich hol's mir selber. Ja, aber das geht nicht. Du kannst nicht einfach ins Haus. Ich hol mir das Zeug und in 2 Stunden bin ich weg. Und ich? Keine Ahnung. Willst du mich verlassen? Komm halt mit. Und hier geht's los. Entweder du bist da oder eben nicht. Hallo? Tommy, was machst du denn hier? So, Lara? Ella? Tommy! Tommy, warte doch mal! Da bist du ja. Das Krankenhaus hat versucht, dich zu erreichen. Wieso? Was ist mit ihm? Er ist wieder wach. Und wie geht's ihm denn? Sie sagen, er wird wieder gesund. Wenn du willst, fahre ich dich hin. Danke, ich fahre mit dem Rad. Und ich wollte noch... Du solltest versuchen, ihn jetzt nicht aufzuregen. Am besten, du redest gar nicht über Tommy. Ich fahre dann mal. Du reist ab? Karl ist wieder aufgewacht. Ohne dich bei mir zu verabschieden. Ich wäre schon noch vorbeigekommen. Schau mal, was ich da im Auto habe. Das sind ja alles Raubkopien. Mhm. Software-Schmuggel oder was? Woher hast du die? Ich habe Tommy in meinem Haus erwischt. Er hat sie doch versteckt. Hat Ella was damit zu tun? Keine Ahnung. Ich dachte mir, ich bringe dir die Kiste vorbei und dann kannst du sie zur Rede stellen. Ich glaube kaum, dass sie mir die Wahrheit sagen will. Ist sie im Haus? Nein, sie ist bei Karl. Ich rufe sie an, sie soll auf uns warten. Auf uns? Christina, bitte. Ich kann das nicht allein. Ich brauche deine Unterstützung. Bleiben Sie stehen! Sie sind verhaftet! Verlass mich nicht, ja? Bei Karl ist sie nicht. Was sollen wir machen? Sollen wir die Polizei alarmieren? Jetzt warte doch erstmal ab. Vielleicht haben Sie auch nur einen kleinen Ausflug gemacht.
Sag mal, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Ella und Karl? Ich weiß es nicht. Sie ist sein Ein und Alles, aber sie sagt, er versteht sie nicht. Vielleicht ist sie ihm zu schnell erwachsen geworden. Er hat Angst, dass ihr was passiert oder dass er sie verliert. Ich kenne das ganz gut. Als meine Mutter gestorben war, da hat mein Vater auch versucht, mich in Watte zu packen. Ich konnte keinen Schritt tun, ohne dass er ihn vorgeplant hatte. Er wollte über alles Bescheid wissen. Was ich tat, mit wem ich zusammen war. Ist doch verständlich. Ja, aber du kannst nicht verhindern, dass die Kinder ihre eigenen Wege gehen. Es sei denn, du hast eine Kanzlei und deine Tochter studiert Jura. Wahrscheinlich ist es ganz gut, dass ich keine Kinder habe. Ich würde sowieso alles falsch machen. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht hätte es dir mal ganz gut getan, ein bisschen Verantwortung für jemanden zu übernehmen. Hilft gegen übersteigerten Egoismus. Du hältst mich für egoistisch? Keine Ahnung. Eigentlich geht's mich auch nichts an. Und wenn's gar kein Egoismus wäre? Sondern einfach Angst? Christina, hast du schon gehört? Astrid, Patrick. Hey. Hey. Sie haben Tommy festgenommen und Ella war bei ihm. Und wo ist sie jetzt? Noch auf der Polizeiwache. Sie haben mich angerufen, weil sie erzählt hat, dass sie bei mir auf der Schule ist. Jedenfalls, Tommys Boot war voll mit Schmuggelware. Keine Angst, sie glauben Ella, dass sie damit nichts zu tun hat. Na, das war's dann wohl. Naja, ich weiß nicht, Tommy ist kein Krimineller. Er hatte es einfach nicht leicht ohne Eltern. Ja, wie auch immer. Ich muss jetzt wirklich los. Ihr kümmert euch doch um Ella. Ja, natürlich. Mhm. Also dann. Christina, ich rufe dich an, ja? Ich werde jetzt erstmal eine Weile unterwegs sein. Italien, dann Japan. Ja, wenn du mal eine Lücke hast oder dich allein in deinem Hotelzimmer fühlst, dann ruf ruhig an. Christina, ich... Vielleicht komme ich ja mal zu einem deiner Konzerte, wenn ich in der Nähe bin. Du weißt, ich bin ein Fan. Mach's gut. Tja, das war's dann wohl auch für mich. Bist du sicher? Ich meine, was willst du machen? Zurück nach Stockholm gehen, so tun, als wäre nichts gewesen? Hm? Warum nicht? Tommy braucht einen Verteidiger. Ella braucht jemanden zum Reden und ich brauche meine beste Freundin hier vor Ort, verstehst du? Das ist ja schön für euch. Aber weiß auch irgendjemand, was ich brauche? Na, ganz bestimmt keinen öden Job als Scheidungsanwältin. Und auch keinen öden Job als Ehefrau von Thorsten. Mich abgeholt hast. Gern geschehen. Was wird es aus Tommy? Sie werden ihn jetzt erstmal verhören. Ich hätte auf ihn aufpassen sollen. Ich wusste, dass er Dummheiten macht. Kommt er ins Gefängnis? Keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass ich das verhindern kann. Du? Mhm. Ich habe mir überlegt, ich würde ihn gerne verteidigen. Das würdest du tun? Mhm. Du bist toll, danke. Das wird Tommy bestimmt freuen. Er hat ja niemanden außer uns, der zu ihm hält. So, wo sind wir? Tut mir leid, dass ich nicht länger bleiben kann. Aber ich muss jetzt wirklich nach Rom. Schade. Jetzt habe ich gar nichts von dir gehabt. Ich verspreche dir, ich komme wieder, sobald ich kann. Danke, dass du dich um Ella gekümmert hast. Du hast eine wunderbare Tochter. Du musst dir keine Sorgen machen. Und ich glaube, der Kontakt zu Christina tut dir sehr gut. Das ist schön. Also dann, Karl. Mach's gut. Und sei so nett und pass auf dich auf. Du auch. Und viel Erfolg. Danke. Papa. Hey, Sonnenschein. Ich hab dich so lieb. Schön, dass du da bist.
Erstens wollte ich Herrn Nyström das Haus zeigen. Er hat sich auf den ersten Blick in die Fotos verliebt. Und zweitens wollte ich dich daran erinnern, dass du einen Platz in meiner Kanzlei hast. Hey, Herr Nyström. Hey. Ich verstehe gut, dass Sie sich in das Haus verliebt haben. Ich liebe es auch. Wenn Sie uns einen Moment entschuldigen könnten? Papa, kann ich dich mal ganz kurz allein sprechen? Sie können ja schon mal zum See runtergehen. Okay. Ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich muss nämlich gleich ins Untersuchungsgefängnis. Aber ich muss dir vorher unbedingt noch was sagen. Untersuchungsgefängnis? Was soll das? Du bist Scheidungsanwältin. Ja, genau darum geht es. Noch bin ich keine Scheidungsanwältin und ich möchte auch keine werden. Papa, bitte, lass mich dir das erklären. Weißt du, ich kann es nicht Tag aus, Tag ein mich mit diesen streitenden Ehepaaren befassen. Ich will mehr. Ich weiß, es kommt jetzt alles ein bisschen überraschend, aber... Kann es sein, dass dir nicht gut ist? Doch, mir sogar sehr gut. Und ich weiß genau, was ich will. Und ich weiß, was ich nicht will. Und das wäre? Es tut mir leid, aber ich möchte nicht in deiner Kanzlei arbeiten. Ich möchte gerne Jugendanwältin werden. Und ich möchte auch nicht in Stockholm leben, sondern hier. Und ich will... aber ich glaube, das sage ich Thorsten lieber selbst. So, und jetzt muss ich los. Mein erster Mandant wartet nämlich. Moment mal. Das kannst du doch alles nicht ernst meinen, Christina. Ich meine, wenn du unsicher bist, dann mach eine Reise. Lass dir noch mal den Wind um die Nase blasen. Papa, ich fühle mich nicht unsicher. Ganz im Gegenteil. Du wirst stolz auf mich sein. Ich hab dich lieb. So, und jetzt muss ich mich umziehen. Ich denke, er wird eine Bewährungsstrafe bekommen und ein paar Monate Sozialarbeit. Und? Was und? Na, wie fühlst du dich? Das war der erste Schritt in dein neues Leben. Wie soll ich mich fühlen? Gut fühle ich mich. Und warum nicht sehr gut? Na, gut ist doch auch nicht schlecht. Aber irgendwas fehlt noch, hm? Ja, irgendwas fehlt immer. Oder seit wann gibt's das perfekte Glück? Christina, ich verstehe das nicht. Jetzt hast du schon so viel Mut aufgebracht. Warum fehlt dir jetzt zum Wichtigsten? Liebst du ihn? Darauf kommt es nicht an. Und worauf dann? Astrid. Er ist beziehungsunfähig. Ein Nomade. Das hat er mir selbst gesagt. Und hast du ihm das mal gesagt? Was? Dass ich ihn liebe? Bin er nicht verrückt? Nein, dass du denkst, dass er beziehungsunfähig ist. Manchmal hilft sowas. Ach, bei dem hilft gar nichts. Du, übrigens, ich brauche noch ein paar Bücherregale. Wenn meine ganzen Bücher aus Stockholm kommen, dann habe ich keinen Platz. Hallo, das ist die Mailbox von Patrick Bergdahl. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht. Hey, hier ist Christina. Ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich es sehr schade finde, dass du so beziehungsunfähig bist. Und dass wir vielleicht... Oh Gott, was redet ihr denn für ein Schwachsinn? Oh. Hey, ist Christina nochmal. Es tut mir leid. Also ich meine, tu einfach so, als hätte ich dich angerufen. Hey, da bist du ja. Hier, Vorsicht, heiß. Ich habe das Gepäck schon aufgegeben und hier sind die Termine für Rom. Wir wohnen übrigens im Ritz. Heute Abend triffst du dich mit Salvatore und morgen mit Cecilia. Werdest du sie ruhig mal anrufen können, sie ist ein bisschen beleidigt. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Verdammt, mein Akku ist leer. Gibst du mir kurz mal dein Handy? Ich muss meine Mailbox checken. Bitteschön. Danke. Übrigens, Salvatore Ginestro war auch nicht sehr erfreut über dein Hin und Her. Darum habe ich uns einen schönen Tisch reserviert im Alcacina. Auf deine Rechnung. Das ist das Mindeste, was du tun kannst. Was soll das denn jetzt? Was ist denn? Bin ich beziehungsunfähig? Du bist Künstler. Soll das heißen, dass ich nicht fähig bin, eine längere Beziehung zu führen? Das ist dein Leben. Du liebst es. Nun auf mit dem Quatsch. Unser Flieger wartet. Kommst du? Was soll ich denn jetzt tun? Das fragst du mich?
guten Morgen. Hey, willkommen. Guten Morgen, Herr Bergdahl. Ich kann nicht fliegen. Was ist denn? Kann ich etwas für Sie tun? Nein, es ist alles in Ordnung. Das kannst du mir jetzt nicht antun. Tut mir leid, Rita. Sei mir nicht böse. Ich kann nicht. Es geht nicht. Hey, Christina. Was ist mit Rom? Rom kann warten. Jetzt ist erstmal was anderes wichtig. Und was? Und was ist mit morgen? Das könnte schwierig werden. Oder hast du Lust, mit einem Pianisten unter einem Dach zu leben, der Tag und Nacht übt? Ja, klar. Seid ihr alle glücklich? Ja, mein Kind. Ist dein Glas. Danke, Papa. Prost. Ich liebe dich. Ich dich auch.